Die Verwaltung macht Vorschläge, gibt Drucksachen heraus und kümmert sich um die Umsetzung. Die Stadt hat etwa 9000 Mitarbeiter, 9200 Mitarbeiter, verteilt auf nicht nur im Rathaus. Wenn man das Rathaus sieht, sollte man meinen, wo passen die alle hin? Nein, die Stadtverwaltung ist also über das ganze Stadtgebiet verteilt. In der Verwaltung sind im Grunde Experten für jedes Thema, denn die gewählten Politiker sind ehrenamtliche Leute, die wahrscheinlich irgendwo Ahnung haben in irgendwelchen Bereichen des Lebens. Aber ob sie gerade in den Bereichen Ahnung haben, die gerade politisch beraten werden, das ist eben sehr fraglich. Und dafür gibt es Experten bei der Verwaltung, die das dann versuchen, alles auf den richtigen Weg zu bringen, was sich die Politiker so ausdenken. Die eigentliche Arbeit findet wirklich in der Verwaltung statt. Es ist ja so, wenn ich jetzt, nehmen wir mal wieder dieses Beispiel mit dem Container, der gebaut werden soll, hinter dem Hauptbahnhof, dann ist das ein Beschluss des Rates. Aber diese ganze fachliche Arbeit, wie sieht das mit dem Baurecht aus, wie sieht es überhaupt rechtlich aus, kann man das da machen, wie soll die Gestaltung sein, wo muss man welche Genehmigungen einholen und nachher dann auch die Ausschreibung zu machen. Die Baufirmen beaufsichtigen, die Architekten zu holen und so weiter. Das ist alles viel Kleinarbeit im Hintergrund, was die Verwaltung leisten muss.